Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wir haben die Ruinen von Chaikos erkundet, sind schon etwas reingekommen und jetzt geht's auch weiter. Und wisst ihr, dass das Schicksal teilweise die Bitch ist? Nein, jetzt wisst ihr es. Keine große Sorge, oh Gott, hören wir uns sogar an, dann rede ich weiter. Okay, auf jeden Fall, Schicksal ist eine Bitch. Die meisten, die ich kenne, streamen jetzt in Ruhe, klappt alles und ich sitze hier rum und muss jetzt playen, um aufzuscheffeln. Und warum muss ich das machen? Einfach nur, weil ich ja erst eine ganze Kette von Problemen hatte. Warte mal, echte Warp Strike, warte mal. Wir bauen um. Jetzt wird gefickt. Jetzt wird aufgeladen erstmal. Heißt immer noch ne? Wir brauchen eigentlich für die Art, zeig mal her. 18, alles klar. Also muss ich die voll laden, damit es geht. Gut, dann laden wir mal auf. Komm. Och, ich darf gleich voll laden hier, so. Items, warum ist denn die Orange-Gummi? So, jetzt habe ich wieder TP, ja, jetzt kann ich fisten. Oh, hi, wie geht's? Oh, ist das schön, der Move ist cool. Komm, holen die doch mal. Yes, besiegt. So, kurz mal gucken, von den Level-Ups her, Estelle ist die nächste. Wie gehen, warte mal, kann man hier weiter? Ne, null Chance, wir müssen runter. Gibt's noch was zu entdecken? Leider nicht. Hier gibt's ein Item, das will ich haben. Und ich hoffe, die Gegner werden mir auch diesen Wunsch erfüllen. Ne, mal Rückschritt hier. Rückschritt auf Death. Ja, yeah, das ist cool. Das ist aber echt mal ein Kampfmove, der mal wirklich mal reinhaut. Ja, wir wollen Rache. Habe ich auch schon so erfahren. Ach, noch mehr. Oh ja, noch mehr XP. Ja, gib's mir. Kann man hier fliehen eigentlich? Man kann fliehen. Das erfahre ich erst jetzt, dass es geht. Ja, das wusstest du nicht. Ja, ich wusste ja immer noch nicht. Ich bin halt dämlich wie eine Sau, ne? Oh ja, schön. Erstmal alle wegboxen hier. Gib mir meine TP zurück. Oh, das ist cool. Der Move ist so richtig cool. Der macht einfach richtig viel Sinn. Erst im Angriff und dann direkt hier mit dem Feld der Zerstörung nochmal kommen. Das macht einfach so viel Sinn, um... Ich dachte, dass es ein Gegner ist. Hier ist nix. Aber den Typ will. Warte mal, da ist was. Warte mal. Möchtest du jetzt kämpfen? Ne, bin noch nicht. Wahrscheinlich brauchen wir da noch mehr Power. Kann ja auch sein, dass man den besser machen kann. Oh! Die sind ja echt hart im Nehmen. Perfekt. So kann man kombon. Aber hier war noch ein Item. Rita, sehe in Ruhe. Rita, you seem very used to fighting for someone who's been doing research in Ospio for so long. I'm just used to using magic, and I've been working to cultivate a
calm mind. A calm mind, huh? Is there something wrong with that? Ooh, ouch! Sorry, I thought you were a monster. Ugh, I'll startle you someday. You just wait. Ja, können wir mal rausfinden, ob das möglich ist, aber ich will echt gerne dahin, aber ich schaffe das einfach nicht von der Distanz. Ja, wie geht's weiter? Hier geht's weiter. Ah, jetzt kommt echt die Plattform und ich werde jetzt kommt ein Gegner. Wann kommt der nächste Golem? Wann kommt ein Golem um die Ecke, oh Baby Kid? Ich warte drauf. Ne, kommt keiner. Ein Oka. Aktivieren. Und damit wird dann der Weg geöffnet. Ja, so geht's doch einfacher. Ja, ich muss jetzt bestimmt immer hin wieder auf die Uhr gucken, weil das Problem ist. Ja, mein... Oh ja, da ist er ja. Komm her. Jetzt 3,123. Der ist tot. 27. What the fuck? Gibt's echt nichts bei denen zu holen? Das ist doch sinnlos. Warum gibt's die Golems überhaupt, wenn die nichts bringen? Die droppen ja gar nichts. Oh. Moment. Habe ich ihn getroffen? Ja, die können uns nicht ficken. Das schaffen die nicht. Dafür sind die leider noch ein bisschen zu schwach. Und ich werde stärker. Gib mir deine XP, mein Freund. Gib sie mir. Und... Ach, komm her. Ist er stärker geworden? Ich guck mal kurz mal auf Level-Ups. Ja, Gita ist die nächste. Gut, dann werden wir jetzt Gita aufs nächste Level zwingen. Ja, das habe ich gesehen. Oh. Awesome. Also dürfen wir jetzt nochmal hin und her latschen, nur um ein Item zu holen. Sag mal, wie stumpfsinnig ist das? Okay, Moment, das macht das Spiel interessanter, wenn man das machen kann. So, was ist hier drin? Da muss was Geist drin sein. Langschwert, zeig her. Das will ich jetzt mal angucken. Langschwert. Uff. Na, endlich mal etwas, was sich überhaupt lohnt zu benutzen. Ich will meine neue Waffe mal ausprobieren. Oh ja, schön. Das bringt, macht ja noch mehr Damage. Stichi, Feuerball. Hör mich da anzugreifen. Ich bin der Einzige, der angreifen darf. Ich kann Komboangriff halt. Aber meine TP sind auch bald wieder runter. Und jetzt habe ich für eine Ashe Blade geopfert. Höheres Level. Ah, so ist auch angezeigt, wenn jetzt ein Mickey was nicht kämpft, hier levelt. Und die kriegen auch XP. Ja, das macht's doch deutlich besser. Jetzt gehen wir da lang. Wir müssen Flint finden. Oh Gott, der nächste. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Und Todesattacke. Lahm erstmal wieder auf. Wir haben keine TP mehr. Du hast so TP. Ja, ich habe TP, aber nicht mehr genug zum... Ich will noch ein paar Mal meine Spezialmoves auspacken hier. Danke. Gibt's hier noch was zu kassieren? Mal schauen. Hier ist ein Speicherpunkt. Das bedeutet, wenn hier ein Speicherpunkt ist, da muss ja was kommen. Ich trau mich aber nicht, komplett alle Richtungen zu gehen. Ah. 1, 2, 3. Fickt euch! Ah, stirb doch mal! Naja, ist auch gut. Ich frag's nur, wie ich weiter, wenn ich jetzt falsch laufe.
Dann laufe ich direkt in die Story in die Arme. Das läuft direkt das Story in die Arme. Ich glaube, da ist das Ziel. Für das hin. Ein massiver Zaun versperrt dir den Weg. Bewegt sich nicht vom Fleck. Da musst du schon ein Erdbeben kommen. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist ein Blasterkern. Und ich glaube mal, wenn wir links lang gehen, kommen wir an ein Secret. Gut, also waren wir die ganze Zeit Gold richtig. Ich dachte schon auch falsch. Fickt euch! Oh ja, ich liebe die Combo. Ich liebe diese Combo. Nein, ich will mal, wenn ich auch mal etwas in dem Spiel, was ich gut drauf habe. Combo. Würde ich sagen, können wir jetzt in den tieferen Bereich vordringen. Doch, ich kann ja jetzt die Story gerne kommen. Ah. Ich hab dich gesehen. Also, das war jetzt echt ganz gut gesetzt. Also, wer auf die Idee kam, es da hinzusetzen, der hat es auf jeden Fall richtig gemacht. Er hat es an der besten Stelle der Welt versteckt. Ich wollte gerade abschießen, aber bin zu dumm dazu. Na gut, der ist alleine. Ey, halt, Moment, das sind andere. Hier, spüre mein langes Schwert, mein langes, hartes Schwert. Das kann alles auseinandernehmen. Besiegt. So, ich will mal was gucken. Kann Estelle eigentlich mein Schwert nehmen? Nee. Okay. Das bringt bist einer. Okay. Kette, also erhöht mein Angriff, aber ich weiß nicht, ob das anderes bringt. Ich würde es mal ausprobieren. Wie gesagt, probieren geht über studieren. Und jetzt komm her. Der ist echt gut ausgewichen hier. Mein Respekt. Na komm her. Ah, das war's schon. Gibt's noch? Ich glaube, das bringt schon irgendwas. Das führt zum Blasterkern. Darauf gehe ich jede meiner Wetten ein hier, die ich hier mit euch schon geschlossen habe. Okay, eigentlich habe ich auch keine Wetten mit euch wirklich geschlossen, bis auf die eine Sache mit Marvin, aber. Nee, auf den gehe ich noch nicht zu. Ich würde erstmal andere Gegner erkunden. Kommen wir zu dir. Ja, das sieht wirklich einfach aus. Yeah, Felderzerstörung auf Doom. Und besiegt. Hier gibt es ein Item. Ich schieße das erstmal ab. Und damit scheint jetzt die Brücke komplett aktiviert zu sein. Also kommen wir da wahrscheinlich jetzt zum Boss. Kann mir nur so vorstellen. Sechs Sekunden, wir kurz schnell noch die Gegend hier. Folg mir ruhig, wenn du dich traust, aber ich habe keine Angst vor dir. Ich stelle dich dir wie ein Mann. Und ich wisst ihr euch alle miteinander. Ich mache es nach meiner Methode, alles wegschneiden, was schneidbar ist. Der letzte lebt noch. Wie viel XP braucht eigentlich noch Juri fürs nächste Level ab? Wow! Juri und Pete sind gleich dran fürs nächste Level ab. Das ist cool. Und das hier, was macht das aktivieren?
Hey, was hat's geöffnet? Der ist pisst! Na komm. Oh, cool. Ja, wir haben es besiegt. Na, jetzt sind die pisst. Also brauche ich die ja nicht provozieren, also kann ich die einfach so töten. Yeah. Nummer 3. Oh ja, schön. Erstmal schön die eine gegeben. Und jetzt schnappe ich mit ihr. Wow. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Yeah. Na komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Ach, komm schon. Der stirbt auch noch. Besiegt. Höre Self Repeat. Geil. Ah, jetzt bekommen wir den Zugang zu einem Item. Das ist geil. Wir brauchen Yuri noch. Oh, nicht mal viel. Also ich würde sagen, Bosskampf und ein Level up, ne? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ach, passt gut hin. Ich würde sagen, ich würde hier einstellen den Part beenden. Im nächsten Part geht's hier weiter. Kommentar, wenn ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.